töten wir uns hier durch. Hier ist schon mal nichts mehr, also können wir hier weiter. Was steht hier? Ein Flur, also wenn wir auf einen anderen Flur gehen, so wie hier, dann wird unser Spiel gespeichert. Okay. Und ab hier sind wir jetzt mal wirklich im richtigen Game. Also hier wird alles ein bisschen härter. Genau. Man sieht zum Beispiel den stacheligen Kumpel da, der dann doch ein bisschen mehr aushält als seine anderen Freunde auch. Und der auch gut vergiften kann. So. Weg mit ihm, weg mit euch. Zeug einsacken. Fledermäuse töten. Und uns weiter umschauen. Weil die Etage wird dann richtig garstig. Au. Vergiften ist nicht gut. So. Und zwar wegen den großen Viechern hier. Das sind nämlich Spawner. Genau, die sollten wir gucken, dass wir sie als erstes ausschalten. Au. Ohne zu sehr im Kreuzfeuer zu landen. So, genau. Und eigentlich ohne so viel Damage zu nehmen. Au. Oh, wir sind gleich tot. So. Sehr gut. Der Spawner ist weg. Wir haben nur noch 30 Leben. Das ist nicht mal mehr die Hälfte von dem, was wir hatten. So. Deswegen gucken wir mal, dass wir die Viecher hier erstmal ausschalten. Bevor zu viel Neues spawnen. Okay, aua. Und wir haben ein Ausrufezeichen über dem Kopf, dass wir nur bei 25% Leben oder so sind. Au. Weg hier. Guckt euch die Haufen Kacke an, die hier auf uns zukommt. So. Genau, wir müssen das nämlich so machen. Wir müssen gucken, dass wir nicht sterben. Okay, ich bin fast gewillt, nochmal runter zu gehen. Genau, schieß gegen mein Schild. Fast gewillt, nochmal runter zu gehen, Heil-Items einzusacken. Wow. So, vorsichtig sein. Genau, wenn Schüsse von vorne kommen, brauche ich mir keine Sorgen machen. Und wenn Gegner von vorne kommen, auch nicht. So, jetzt haben wir schon mal wieder 28 Leben. Ist ja super viel, oder? Also ja, mit dem Paladin habe ich mir wirklich die spannendste Klasse rausgesucht. Naja gut, ich glaube, der Dieb wäre noch schlimmer gewesen. Einfach mal weiter umgucken. Da oben ist schon mal ein Bronzeschlüssel. Den sacken wir am besten gleich mal ein. Und theoretisch hätten wir einen Fernkämpfer. Jetzt könnten wir die Gegner da einfach durch das Gitter töten. So wie sie uns gerade beballern. So, Bronzeschlüssel eingesammelt. Toll, dann geht es nur noch da unten lang weiter, wenn ich die Karte richtig sehe. Jupp. Hier lang vorbei. Und da drüben haben wir eine Potion.
Und einen Rätselschalter, an dem wir noch nicht rankommen. So, aber wir haben hier auf jeden Fall böse Gegner. Den Dicken da nämlich, der war... gehört zu den schlimmeren Sorte. Der hält nämlich verdammt viel aus. Und da drüben ist wieder so ein Kombo-Meister. Ah, aber auch Leben. Ah, gucken wir erstmal kurz nach unten. Weil ich habe so das Gefühl, da oben geht's weiter. Ja, genau, hier lang wollen wir. So, Kombo ist aktiviert. Kombo war aktiviert. So. Da sind ein Haufen Fledermäuse und ein Vendor-Coin, an das wir nicht rankommen, leider. Aber hier ist ein Weg nach unten auf die erste Ebene. Und daneben ist ein Schild, was heißt, wir kommen zu einem, ja, so eine Art Sanitäter. So, sacken wir erstmal hier alles ein. Ein Leben, was wir nicht wirklich brauchen, da wir ja Infinite-Leben haben, wie man da oben sehen kann. Also oben werden unsere Schlüssel und unsere Leben angezeigt. Aber eine Orange, sehr schön, die gibt viel Leben. Zurück. Und hier oben ist sogar noch ein Weg weiter nach oben. Ich glaube, damit haben wir sogar fast die gesamte erste Etage abgeschlossen. An die ich mich noch erinnern kann. So, reden wir mal mit dem Level Up hier. Oh ja, auf jeden Fall den Health Pool steigern. Und den Mana Pool. Gut so. Danke, guter Mann. Dafür gebe ich das Geld gerne aus. Weil mehr Leben und Mana ist doch was wert. So. Ups, das war der falsche Weg nach oben. Ich wollte den anderen eigentlich gehen. Benutze ich mal kurz den Dash, dass es etwas schneller geht. Also ja, öfter dashen zu können ist wirklich praktisch. So, wir sind immer noch im Prison. Aber auf dem zweiten Floor. So. Und haben hier einen Geheimweg aufgemacht. Gut. Weiter geht's. So. Hier mal durchdashen. Lebenspunkte einsammeln. Jetzt haben wir, glaube ich, 125 max Lebenspunkte. Was sehr gut sehr gut ist für uns. Also können wir nicht mehr so leicht sterben. Paladin hält ja allgemein schon viel aus. Aber mit 125 hält er noch mehr aus. So, die beste Strategie eigentlich, um einen Combo-Counter hinzukriegen, ist es, ganz viele Gegner zu pullen. Wow. So. Und dann, genau. So. Genau, so kriegt man einen Combo-Counter und ein bisschen mehr Massenmord hin. Ich weiß gerade gar nicht, wir könnten als Paladin hier auch weiblich sein, so lange blonde Haare wie wir haben, fällt mir gerade so auf. Aber wenn wir einen Hit kassieren, die Stimme klingt dann doch eher männlich. So, weg mit dir. Weg mit euch. So. Ein paar Einzelgegner töten. Und ja, am Anfang ist noch nicht besonders viel Abwechslung an Gegnern. Also wir töten ja jetzt hauptsächlich Käfer und Riesenkäfer und Fledermäuse. Aber später dann kommen noch andere Gegner dazu. Auf jeden Fall weiß ich, dass noch Skelette kommen, weil ich kenne hier einen Secret-Raum im ersten Akt, wo man gegen Horden von Skeletten kämpfen muss. So. Weg. Und hier brauchen wir auch gleich schon den Silberschlüssel. Okay, unser Max-Leben ist 120. So, wir pullen mal die gesamte Wurmfamilie hier. Und ziehen sie von ihrem Spawner weg. Das ist wohl die beste Art, die ordentlich loszuwerden. Und
Weil solange wir weit genug weg vom Spawner sind, spawnt nichts nach, soweit ich weiß. So. Genau. Wir stecken zwar wieder was ein, aber nicht ganz so viel, wenn wir aufpassen. So, genau. Jetzt können wir auf den Spawner draufhauen. Genau. Das ist, glaube ich, so die beste Taktik, um als Paladin die Spawner tot zu kriegen. Als Ranger würde man einfach um den Spawner rumlaufen und Bomben legen, bis es keinen Morgen gibt. So. Weg mit euch. Oh, falsche Blickrichtung. Ich muss mich echt noch ein bisschen dran gewöhnen an das mit der Leertaste und dem Strafen. So. Da haben sich gerade Gegner selber umgebracht. So, jetzt ziehen wir mal die alle nach hier unten. Geh dazu einfach rückwärts. So, und hauen ihnen eins auf den Deckel. Gehen wieder rückwärts. So. Okay, einer hat uns erwischt. Zwei haben uns erwischt. Du da machst Stress, hä? So. Spawner töten. Genau. Was hast du uns zu sagen? Fallen wie diese können irgendwie deaktiviert werden. Wenn man einen Knopf drückt, der dieselbe Farbe hat wie die Falle. Okay. Hier ziehen wir mal wieder Gegner zusammen. Kommt, Gegner, Gegner, Gegner. Kommt, Gegner. So. Und töten. Und haben Kombo-Modus an. So. Ja, sehr gut. Okay. Noch ein Geschenk. Was auch immer das einem bringt. So, dann pullen wir mal hier die gesamte Truppe, sammeln das Essen ein und machen uns dünne. Am besten einfach hier um die Ecke. Ja, genau, das ist richtig schön mies. Wir können uns nämlich hier gar nichts anhaben um die Ecke. Aua, außer der eine. So, weg mit dir, Spawner. Und hier haben wir unser erstes kleines Rätsel. So, hier müssen wir nämlich au sterben. Bloß gut, dass ich unendlich Leben habe. Das war nämlich jetzt blöd gelaufen. Okay, einmal wieder hoch da. Oh, und hier wäre noch Leben. Hier wäre sogar noch sehr viel Leben. Weg mit den Fledermäusen. So. Genau, das da drüben ist nämlich nur optional eigentlich. Aber wir machen es trotzdem. Also erst einmal hier. Genau, jetzt machen wir es richtig. Sammeln hier das Leben auf, was wir gerade vergeudet haben. Auch wenn wir es nicht brauchen. Was auch immer da drin war, ich würde mal schätzen auf einen Diamanten. Ja, wir haben schon wieder ein bisschen Gold zusammen. Haben unseren ersten Tod. So, hier hoch. Und wir sind irgendwie schneller geworden. So. Hier ist sogar noch ein Secret. We found a secret area. Ja, noch eine Vendor-Coin. Rabatt ist nämlich was Schönes. Okay, auf die Secret Area, die kannte ich noch nicht. Also immer hier auf diese roten Augen achten. So, hier könnten wir nochmal umswitchen. So. Vorsichtig, wo wir lang gehen, sonst sterben wir nämlich. Genau. Das hier war nämlich alles nur optional.
Essen einsammeln. Den Knopf haben wir schon gedrückt. Der macht nämlich, wie in der Anleitung hier beschrieben, genau diese Fallen hier aus. So. Wow. Nur die umzingeln lassen. Das ist keine so schöne Idee. So. Das hier ist mies. So. Das ist noch mieser. So. Weg mit euch. Hier oben ist wieder ein Secret. Eine Secret Area gefunden. Was für eine Secret Area ist das jetzt hier? Die ist mir nämlich auch neu. Also ja, sie haben wirklich seit dem, seit der Beta, die ich euch damals gezeigt habe, diese Chance Puzzle based on luck. No one has gotten all four rewards. Okay. You win some. Wir haben eine Potion gewonnen. Was ist das? Plus 10 Mana. Oh. Dauerhafte Boosts und ein Level Up. Okay, das ist cool. Also das ist definitiv neu. Das kannte ich noch nicht. Ich frage mich aber, was für eine Potion ich jetzt bekommen habe. Ich kenne nämlich die Potion-Farben leider nicht auswendig. Aber ich würde mal darauf tippen, dass es eine Speed-Potion ist. Naja, bei dem nächsten schwierigen Gebiet probiere ich die mal aus. Na, du stirbst. So, Äpfel einsacken. Für Vollheilung. Kisten plündern, Save Point. So, und für uns geht es nur noch im Süden weiter. Okay, hier ist mal wieder ein Spawner. Wow, und viele garstige, schnelle Fledermäuse. So, wir haben Combo, also können wir ordentlich reinhauen. Au, wir sollten uns nur nicht ständig in den Rücken schießen lassen. So. Hier an der Ecke stehen bleiben und ordentlich reinbashen. Und einfach hier stehen bleiben, so Spawner kaputt. Und ein goldener Schlüssel. Jetzt wartet mal, wo wir den brauchen, ganz am Anfang. Aber da gehen wir jetzt nicht einfach den Weg zurück, weil ich glaube, es gibt hier eine Abkürzung. Wir tun erstmal hier wieder alles töten. Vor allem diese starken Viecher hier. So. Schnappen uns hier das gesamte Viehzeug und oh ja, jetzt wird's böse. Gehen am besten hier um die Ecke. So, und töten alles, was uns zu nahe kommt. Au. So. So, einfach einmal durchjagen. Und weg mit euch. So, weg mit dem Spawner. Und ab hier wird's böse, weil hier müssen wir den da ausschalten. Wow, ohne selber ausgeschaltet zu werden. Der macht nämlich verdammt viel Schaden, der. dieser Stachel. Dieser Tentakel-Dinger da. Der ja gar nicht aus StarCraft geklaut ist. Stachelkolonie heißen die da, glaube ich, in StarCraft. Die Verteidigungsgebäude von den Zerg. So. Zeug. Leben. Eine Vendor-Münze, die werden wir gleich brauchen, weil da drüben habe ich schon den Waffenschmied gesehen, den Waffenhändler. So, genau. Sword Arc. Increases Sword Damage vom Sword Arc vom. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und das ist Sword Damage.
Ja, ist beides gekauft. Gut, danke. So, jetzt können wir mehr Gegner treffen.